Ja, das schaffen wir. Okay, gut, dann gehen wir noch arbeiten. Wie im Real Life, immer schuften, ackern. Bam! Danke für die Hochgeladenheit, Chris. Wir werden meinen Freunden davon erzählen, wie gut du darin bist. Ja, yeah, Werbung ist immer gut. Wir bewerben das Ganze mit. Naja, normal. Oh, guck mal, wie viel das eingebracht hat. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall schlafen. Das Geile, wenn ich das Geld jetzt kriege, dann, ja, ihr wisst schon. Kaufe ich mir den neuen PC. Hey, der Typ gibt mir so auf den Sack, der Mitbewohner. Das machen die aber mit Absicht, dass du ja ausziehst, dass du einen Grund hast. Kann man sich das Game einfach bei Steam holen? Könnte man, aber wenn du nett bist, drückst du jetzt Ausrufezeichen Keys. Keys? Key? Weiß ich gerade gar nicht. Rein und benutzt den Link. So, bam, wir haben Geld, Leute. Jetzt gehen wir shoppen. Jetzt reicht's. Und zwar PC. Ja, Mann, wir gehen jetzt shoppen. Wir holen uns jetzt das fette Gehäuse. Und die fetten Monitore. Oder auch nicht. Dann hole ich mir lieber das Gehäuse. Katzinken. Kopfhörer haben wir auch noch. Alles rein, zack. Oh, hier ist jetzt das noch bessere Gehäuse. Compact Play. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Dann gucken wir gleich mal noch nach einem... Ne, nach einem neuen Game. Oh ja, hier. Hier, aber das ist nicht so angesagt. Aber es hat halt... Warte mal, drei Stier, das ist angesagt. Okay, wir haben Post, die Elba da. Bam, neuen Rechner. Nice, Baby. Und DHL klingelt gleich nochmal. Eine neue komische, crazy Tastatur. Und DHL klingelt auch mal. Eine neue Maus. Und da kommt noch das neue Spiel, oder? Oh, neue Kopfhörer. Vergoldete, natürlich. Braucht man neue, ey. Und das neue Spiel, sehr schön. Nice. Nice, nice, nice. So, dann werden wir jetzt aber ein neues Gameplay machen. Von dem neuen Game, denn das ist mega angesagt. Das auch noch. Aber hier, das ist viel High-Class-mäßiger. Wir machen natürlich ein Preview erst. Starten. Neues Mikro wäre auch mal geil. Geil, das wäre auch mal geil. Geil. So, zack, zack, zack. So, okay. Du hast ein neues Spiel gekauft. Natürlich machen wir eine coole Begrüßung. Interaktiver Ladebildschirm, sinnloser Kommentar, kurzer Kommentar. Okay, dann machen wir natürlich feierlich, wenn wir ein Easter Egg finden. Einen lustigen im Ausschnitt. Einen lustigen im Ausschnitt. So, dann nehmen wir natürlich auch wieder das meiste, größte, beste. Ladebildschirm mit Hinweis. Da können wir keinen Ratschlag geben. Da machen wir einfach mal einen sinnlosen Kommentar. Jetzt kriegen wir den Ratschlag, weißt du? Das Spiel hängt sich auf.
wirken wir mal professionell. Zeit bevor das Spiel startet, kurzer Kommentar. Und zu guter Letzt noch den Abspann. Sehr schön. Hat auch bis jetzt gute Stats. Vielen Dank fürs Hosten, Getshots. Vielen, vielen Dank. Danke. Ich habe schon drauf gewartet. Spaß. Okay, wir müssen oben. Ja, hier haben wir zwei. Jetzt haben wir unten. Ich lasse das so, wir machen Farben zuordnen für Interaktionen. Ah krass, wir haben jetzt mehr Renderpunkte, sehe ich jetzt erst. Naja, dann heben wir noch ein bisschen weichen Fokus an und den Hintergrundsound. Bam! Nice! Nice Scheiß! Danke, danke, Getshots. So, so. Du spielst dieses Spiel, bei dem man Bonbons kaputt machen muss. Candy Crush! Das dir so gefällt, aber Mann, Level 474 ist einfach nicht zu schaffen. Wir kaufen uns einen Booster. Ich habe nämlich XP Boost. Wir haben eine neue Karte. Alter, wie viel Dings die kosten? Lustige Begrüßung. Ja, Mann, lustige Begrüßung hört sich gut an. Und wir haben noch einen Punkt und da machen wir natürlich Dual. So Leute, Dual haben wir freigeschaltet. Jetzt gehen wir aber erstmal schlafen. Danach gehen wir essen. Essen. Machen wir mal ein Sandwich. Und da es noch nicht voll ist. Es war einfach noch ein Brot. Okay, und jetzt gehen wir ackern. Okay, Abos steigen. Nee, Abos doch steigen und fallen. Okay, wir sollen ein Video machen für... Es lohnt sich nicht. Nintendo, sie. Naja, leider nicht. Wenn du mehr bei rumspringen lässt, vielleicht. Nervige Kritik. Oh, hier. Wütende Kritik. Scheiß Spiel! So, wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Das habe ich die ganze Zeit schon gesagt und wir haben es nicht gemacht. Ich will auch mal wissen, wenn ich mir jetzt hier Deko kaufe, hat das überhaupt eine Auswirkung? Ich glaube nämlich nicht. Ne, das ist einfach nur da. Das ist wie eine Katze einfach da. genau, wir gucken mal bei Sachen nämlich. Lässig und schwarz. Sportlich? Ne, ich will was Legeres. Hier, hier, sowas. Yeah, formale Kleidung. Und dann brauchen wir noch was für hier so ein komisches, guck mal, Karate-Outfit. Nehmen wir Karate. Ne, Koch ist kacke. Outfit Superheld für Mann. Boah, und Smoking ist natürlich auch geil. Rockstar. Dieses Haus wird eigentlich zu klein für dich. Solange du hier lebst, wirst du keine neuen Erfahrungen machen. Jetzt wären wir noch gezwungen auszuziehen. Aber wir haben schon gut Abonnenten. Wir könnten uns eigentlich schon eine Bude leisten. Ist ja wie im echten Leben. So, mit 140.000 Abonnenten. Kann man auf jeden Fall schon was anfangen. Ja, dann holen wir uns das noch für
Dingens. So, Tanzparty. Ah, hier, rote Kleidung. Bam, das, da nehmen wir ein Ticket. What the fuck? Feiert mal alleine. So, Essen noch. Ein Salat. Wollen wir dann ausziehen? Ich weiß es nicht, aber wir müssen mal wieder ein Video machen danach. Huniga, du musst noch Play dahinter schreiben. Karls Play, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. Und guten Abend. So, fortsetzen, wir wollten ein neues Video machen. Und zwar das erste Gameplay. 0-0. Was für ein Spiel war das jetzt? Opposive, Pulsiv, Kompulsiv, Combat. Ohne Titel. So. Hau Updates. Vergewaltigt er wieder meine Konsole. Okay. Ah, Mist, wir haben die Karte noch nicht aktiviert. Ernster Kommentar. Vielen Dank, Monika. Dankeschön. Okay, Pluspunkte. Sehr schön, sehr schön. Sieht auch gut aus bis jetzt. Wir haben wieder keinen Ratschlag hier. Quicktime-Event, Boss. Feierlich. Mist, Ratschlag hätten wir plus 2 gekriegt. Jetzt hosten sie alle. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Valus. Valux. Valux. Wie auch immer. War echt klar, ich hätte was Lustiges nehmen sollen, aber es hatte mit den meisten Punkten im Versuch was wert. Naja, abspannen. Hat bis jetzt auch gute Stats. Der Rest ist kacke. Ja, wir wollen mal Sound und Interaktion noch hochkriegen, deswegen nehmen wir den noch. So, nehmen wir den. Neues Level für Interaktion und für Videobearbeitung und für Sound. Baum. Dann reparieren das Ganze. Müssen dann natürlich wieder. Ne, wir gehen erst arbeiten. Was Hosten bringt, genau, Dodo hat es erklärt. Wenn jemand auf deinen Kanal kommt, dann ja, sieht er meinen Stream. So, ich würde sagen, wir ziehen gleich aus. Fressen hier die Bude noch leer, einen Hamburger.
Und ziehen aus. Umziehen. Ich will die Bude sehen. Vor dem Ausziehen musst du dir Gedanken darüber machen. Was ich meinem momentan Mitbewohner erzählen soll. Hey Chris, ich habe gehört, dass du eine größere Wohnung ziehen möchtest, weil du etwas mehr Platz brauchst. Bist du dir sicher, dass du mich nicht als deinen unschlagbaren Kumpel mitnehmen willst? Danke, Suchter, aber nee. Ich habe dieses Zimmer für dich gefunden und du, so dankst du mir. Ich dachte, wir wären Freunde. Dein Erfolg steigt dir zu Kopf. Mach's gut, ich hoffe, du gehst unter. Oh. Digga, du machst die ganze Zeit, benutzt du meine Sachen, Alter. Nee. Sehe ich gar nicht ein. Wir haben eine neue Bude. Die neue Wohnung war toll und vor allem viel größer. Ich habe Hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt, um doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Bam! Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, gegen Bezahlung Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dazu bekamen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchten. Nice, Alter, hübsche Hütte. Okay. Okay. Neues Ziel verfügbar. Stell einen Mitarbeiter ein. Um einen Mitarbeiter einzustellen, musst du gut mit ihm befreundet sein und ihn vorschlagen, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn ihr zwei allein seid. Okay. Wirf einen guten Blick auf ihre Fähigkeiten, da sie die Möglichkeit haben werden, selbst Videos für deinen Kanal zu erstellen. Boah, Leute, da müssen wir gleich mal gucken. Die hat einfach mal null Fähigkeiten. Wir waren hier noch so ein krasser YouTuber. Santos vielleicht? Nö. Natürlich will ich mit jemandem zusammenarbeiten, der ein YouTuber ist. Oder eine YouTuberin. Keine Ahnung. Die sind ja alle so low. Warte mal, wir gucken mal bei Social Media, wer postet hier immer. Okay. Die immer so nervt, die postet auch immer. Zeig mal. Wie gut ist sie denn? Was hat sie denn für Stats? Natürlich hat sie keine Stats. Achso, warte mal, wir können ja hier auch durch, Mensch. Überhaupt einen, der irgendwelche Stats hat? Oh ja, hier. Achso, das ist immer eine Nummer. Okay, 18. 18 ist schon geil. Ingrid. Ingrid hat Mode. Und Madison hat Lifestyle. Dann nehmen wir natürlich lieber Lifestyle. Aber kommen wir an die ran, an Madison? Wir sind mit der nicht befreundet. Das heißt, ab sofort gehen wir auf eine Party und suchen Madison. Nee, ist zu teuer. Hier, 20 für ein Ticket. Vielen Dank fürs Hosten, Nadi. Dankeschön. Danke, danke, danke. Okay, gut. Ruhen wir uns nicht auf den Lorbeeren aus. Guck mal, wir können nach oben gehen. Gucken wir uns die Hütte mal oben an. Okay, hier oben ist einfach. Ah, hier ist dann den sein Arbeitsplatz. Ich verstehe. Hey, willst du dich unterhalten? Nö. Wir machen jetzt ein neues Video. Ja, machen wir nochmal hier. Gameplay starten.
Vielen Dank, Max. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für Toasten. Und Silvan, freut mich auf jeden Fall, dass du Spaß mit deinem neuen Spiel hast. Wir machen natürlich eine formelle Begrüßung. Machen so wie gewünscht einen sarkastischen Kommentar und kriegen Pluspunkte. Oh, jetzt können wir das Beste nehmen. Interaktion? Ja. Aber er stöhnt gar nicht rum diesmal. So. Okay, jetzt müssen wir kurz gucken. Intro. Boah, das passt perfekt. Okay, Sound auf jeden Fall. Boah, das lädt richtig schnell hoch da in der Hütte. Nintendo DS kriegt 135. Scheiße, jetzt kann ich es nicht kaufen. Okay, ich brauche das DS auf jeden Fall. Bis 22. Wird knapp. Kühlschrank, einen kleinen Kühlschrank, einen kleineren hat er nicht gefunden. Okay, wir brauchen das DS. Ganz, ganz dringend. Das ist schlecht.